jeweils einen Presenter. Ich sehe keinen. Tom? Hochheben. Ist Tom aus der Technik da? Ohne Präsenter ist der vielleicht da runter? Und ich bräuchte noch ein bestimmtes Requisit, das ich im Moment nicht entdecken kann. Ach, danke. Und das Buch? Wo? Kann es da bleiben? Ja, kann da bleiben. Dann verschwinde ich jetzt. Die Zeit läuft jetzt nicht. Gut, dann kann ich ja jetzt, glaube ich, anfangen. Super, also dann guten Abend nochmal zusammen. Ich bin also von Beruf Verschlüsselungsfachmann, Kryptologe. Und von daher kann es sein, dass ich so bei einer Party dann auch mal sage, ich bin Kryptologe und was passiert? Zack, sind sie alle weg. Ja, und das macht mich traurig. Also sehr traurig, ja. Also, und von daher sage ich das auch gar nicht mehr. Also ich sage dann lieber, ich erforsche das Voynich-Manuskript. Das klingt doch schon spannender. Aber was ist es überhaupt? Also das Voynich-Manuskript, das ist ein Buch, handgeschrieben, handgemalt, aus dem 15. Jahrhundert. Und das Interessante an diesem Voynich-Manuskript ist, es ist in einer Schrift geschrieben, die kein Mensch lesen kann. Wir haben da also wirklich ein 230 Seiten dickes Buch und keiner weiß, was drin steht. Also es ist wirklich eine sehr mysteriöse Sache. Es gibt im Grunde drei Möglichkeiten. Zum einen könnte natürlich sein, dass es ein ganz normaler Text ist, aber man kennt halt die Schrift nicht. Oder es könnte sein, dass es von Anfang an als Verschlüsselung, also zur Geheimhaltung, geplant war. Oder es könnte natürlich auch sein, dass uns da vor 500 Jahren jemand verarscht hat und dass eben nur Buchstabenfolgen ohne Sinn drinstehen. Tja, ich fühle mich dann manchmal so wie ein Kandidat bei Günter Jauch. In dem Fall habe ich drei Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl und ich weiß nicht so richtig, welche die richtige ist. Und es gäbe zwar einen Telefonjoker, der Autor, der ist halt seit 500 Jahren tot. Von daher müssen wir die Sache jetzt mal ein bisschen anders aufrollen. Es gibt auch Dinge, die man weiß über das Voynich-Manuskript, zum Beispiel, dass es im 15. Jahrhundert erstellt wurde. Entstehungsort ist unbekannt und der Inhalt ist unbekannt und der Autor ist auch unbekannt. Also es ist ziemlich viel unbekannt an diesem komischen Buch. Aber ein Vorteil hat das Ganze. Wenn ich auf der Party bin und sage, Voynich-Manuskript, zack, dann kommen die Leute wieder. Dann kann ich wieder ein bisschen erzählen so von der Verschlüsselungstechnik. Und die Leute fragen dann auch mal, von woher kommt dieses Buch eigentlich? Die Antwort, bis vor 100 Jahren war es in einem italienischen Kloster. Ich kann mir dann vorstellen, dass die Mönche, die das gelesen haben, doch eher Fragezeichen in den Augen hatten. Vor 100 Jahren hat es dann der Buchhändler Voynich gekauft. Der hatte eher was anderes in den Augen, und zwar die Dollarzeichen. Und heute ist dieses Buch bei der Beinecke Library in den USA untergebracht. Und ich muss jetzt zugeben, dass ich auf diese Beinecke Library ein bisschen neidisch bin, denn die haben das Voynich-Manuskript, ich habe es nicht. Und das macht mich traurig, aber irgendwann hatte ich dann eine Idee. Denn die ganzen Scans des Voynich-Manuskripts, die gibt es alle im Internet. Also was habe ich gemacht? Ich habe alle ausgedruckt mit dem Laserdrucker. Ich habe jede einzelne Seite in kalten Kaffee getaucht. Das ist jetzt kein Witz, sondern mit kaltem Kaffee kann man eben Papier altern lassen. Und die fertigen, gealterten Blätter, die habe ich dann zusammengebunden und seitdem habe ich mein eigenes. Und wer es nicht glaubt, hier ist es.
Tja, also für dieses nachgemachte Weinig-Manuskript habe ich übrigens einen Preis gewonnen, und zwar den Goldenen Gutenberg für das beste Plagiat. Platz 2 war für Vanja Kuchner-Wien für ihre Doktorarbeit, aber das nur nebenbei. Gut, das ist jetzt Spaß, aber kein Spaß ist, dass man einige Seiten im Weinig-Manuskript aufklappen kann. Das sieht dann zum Beispiel so aus, und da kommen dann Zeichnungen zum Vorschein, die etwa genauso viel sagen wie der Text, nämlich gar nichts. Also ist irgendwie, egal wo man hinguckt, man sieht eben nur Rätsel in diesem Buch. Tja, was fragen die Leute noch? Wer hat es geschrieben? Ja, also meine erste Theorie war, das muss eine Frau geschrieben haben, weil da nämlich ziemlich viele Blumen drin vorkommen. 140 Stück, aber irgendwann ist mir klar geworden, es kann doch keine Frau gewesen sein. Warum? Diese 140 Blumen, die da abgebildet sind, die gibt es in der Realität überhaupt nicht. Das sind alles reine Fantasiegebilde, und so ein Schwindel kann sich doch eigentlich auch nur ein Mann ausdenken. Und es gibt noch ein Argument, was für einen Mann spricht. Es sind nämlich im Weinig-Manuskript ziemlich viele nackte Frauen abgebildet. Und ich darf daran erinnern, dass man gewisse Seiten im Weinig-Manuskript ausklappen kann. Ich sage jetzt nicht, an welche Zeitschrift mich das erinnert. Aber diese Zeitschrift könnte im 15. Jahrhundert etwa so ausgesehen haben. Tja, aber gut, was fragen die Leute noch? Was steht drin? Ja, ich meine, das hier steht drin. Das, was man nicht lesen kann. Aber man kann jetzt natürlich versuchen, die Verschlüsselung, wenn es denn eine ist, zu knacken mit Buchstabenhäufigkeiten. Wenn man die Buchstabenhäufigkeiten im Weinig-Manuskript ermittelt, dann stellt man fest, naja, so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Englischen ist nicht zu übersehen. Bisher hat es aber noch nie jemand geschafft, irgendwas Englisches in diesem Manuskript zu lesen. Wenn man jetzt die Worthäufigkeiten betrachtet, dann kann man sogar eine gewisse Übereinstimmung mit dem Deutschen feststellen. Es hat aber auch noch nie jemand was Deutsches in diesem Weinig-Manuskript gefunden. Und man könnte ja auch für viele andere Sprachen noch Argumente finden. Das heißt, wenn ich jetzt bei Jauch sitzen würde, dann würde ich denken, naja, das muss so von der Sprache her ein Griechisch-Hellenisch mit deutsch-lateinischen Untertiteln sein. Das gibt es aber nicht. Von daher ist eine Schlussfolgerung, die ich nach jahrelangen intensiven Forschungen gezogen habe, die Sache mit dem normalen Text in unbekannter Schrift kann nicht sein. Bleiben also noch zwei Sachen übrig. Wie wäre es mit einer Verschlüsselung? Eine Verschlüsselung hat immer die Eigenschaft, dass sie Sprachstatistiken kaputt macht. Aber genau das ist ja nicht der Fall in diesem Fall. Also es gibt ja viele schöne Sprachstatistiken, die sich zwar alle wunderbar widersprechen, aber sie sind halt da. Von daher würde ich jetzt sagen, nee, mit der Verschlüsselung, das leuchtet mir auch nicht ein. Bleibt am Ende nur noch einzuloggen, die Buchstaben folgen ohne Sinn. Oder um es mal etwas anders auszudrücken, im Weinig-Manuskript nach einem Sinn zu suchen, ist etwa so sinnvoll wie eine Eheschließung mit Lothar Matthäus. Nach etwa 3 Monaten ist man gescheitert. Gut, wir haben also einen vermutlich völlig sinnlosen Inhalt. Frage ist, warum macht jemand sowas? Und da würde ich jetzt sagen, ja, wegen dem Geld. Also, wir alle geben wir Geld aus, was wir nicht haben, um Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Und warum soll das vor 500 Jahren anders gewesen sein? Da gab es vielleicht auch mal irgendeinen reichen Schnösel, der Bücher gesammelt hat und der dafür so ein komisches Buch Unsummen bezahlt hat, ohne zu wissen, dass er da eigentlich nur eine Fälschung eingekauft hat. Und dass man mit gefälschten Büchern Geld verdienen kann, das hat die Vergangenheit ja durchaus bewiesen. Gut, wir haben es also mit einer Fälschung zu tun, ohne richtigen Inhalt, ist meine Lieblingshypothese, kann sie nicht beweisen, ist aber meine Lieblingshypothese. Und da kommt dann am Ende immer noch die Frage, geht es überhaupt, kann man wirklich ein Buch schreiben, das keinen richtigen Inhalt hat? Und meine Antwort ist dann immer, ja, dieser Bohlen hat es eindeutig bewiesen. Dankeschön.